Oh, meine lieben Leute, und ich willkommen zurück zum Fußballmanager 17. Und die Aufnahme ist ein bisschen hergezwungen, weil da jetzt gerade jemand auf meiner Couch sitzt, der unbedingt mal sehen wollte, wie ich aufnehme. Voll uncool. Die lacht jetzt gerade. Möchtest du Hallo sagen? Möchtest du irgendwas sagen? Nein, sie lacht, okay. Sie schüttelt mit dem Kopf. Ja, man hat es jetzt vielleicht gehört. ja. Lustig ist es. Die lacht den Arsch kaputt. Okay, konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf die Aufnahme. Also drehen wir uns einmal um. So. Wir müssen jetzt gegen Alter ran. Und Dominik darf wieder ran. Es sind noch 2 Spiele bis zur Winterpause. Können wir den Kalender aufmachen. Und zwar können wir hier die Weihnachtsfeier schon mal machen. Möchtest du jetzt was sagen? Nein, sie steht immer noch im Kopf. Nur mal Hallo. Sag nur mal Hallo. Oder wink mal. Ja, winken, das sieht eh keiner. Ah. Ja, gut. Man hat dich eh wahrscheinlich schon gehört. So. Spätestens jetzt hat man nicht gehört. ja. Bist du Fußballfan, Schatz? Sag mal. Nein? Warum nicht? Sie zog mit den Schultern, okay. Die denken bestimmt so, ich erfinde das mir jetzt hier so und rede mit irgendwem. Aber wartet mal. Sag mal was. Ich kriege sie mal kurz zum Lachen. Ah, geil. Ich werd getreten hier. So, jetzt haben wir sie gehört. Ja, man hat sie gehört. So. Ich hab sie aus der Tür rausbekommen. Und sie hat mich einfach getreten. So. Ja. Alltag! Ist unser Gegner. Wir haben eine Gruppe entwickelt, sie bricht dich. Gucken wir doch mal. Jan Gruber, wer bist du denn? Du alter Pimmelkauer. Wow. Dann brauchen wir nicht. Augustin, du hast gut trainiert. So. Ja, Kobo darf ran. Ballhof darf ran. Hittenbrenner darf wieder spielen. Ups. Einmal. Ah, scheiße, welche Aufstellung war das jetzt? Genau so. 4-4-2. Das hat man gehört, Schatz. So. Ja, Kobo nach links. Der Baraute flach war das, oder? Jippa, genau so war's. Hüttenbrenner. Ja, Kobo, Czernik, Zündel, Bosinnig, Topka. So war das, genau. Holzer. Darf nächstes Spiel spielen. Gucken wir mal. Wo ist er denn da? So. Dann ist jetzt los. Gegen Alltag. Eine Mannschaft, die wir eigentlich schlagen sollten. Auf geht's. Let's have a look. Ja, es geht schon mal gut los. Erst gelbe Karte. Nach einer Minute. Ja. Krass, Elfmeter kriegen wir also auch nicht.
Jetzt schauen wir ja gut los hier. Kriegen den Elfmeter nicht. Czernek. Ja, aber Topka geht's? Nein. Bann ist doch noch nicht gebrochen, der Knoten. Am Anfang so gut getroffen, Topka ist und danach lief nicht mehr viel und jetzt werde ich angerufen. Kann ich nicht angehen. So. Aber ich gehe da mal kurz ran. Jetzt wollte ich rangehen und er hat aufgelegt. Gut. Und da ist das 1-0. Gar nicht drauf geachtet. Top Kargic. Sehr schön. Erstmal nach der Nummer googeln. Kopieren. So. Halbsansprache. Mein Gott. Ein Stück Kuchen im Hals. So. Wir mit dem ersten Angriff hier direkt wieder. Na gut, oder auch nicht. Ecke von links, von rechts. Mein Gott. Dann gucken wir doch mal, wenn wir den unterkriegen, wir das 1-1. Das ist die Commerzbank, die bei mir angerufen hat. Lass mich ganz kurz mal muten. So. Sind wir wieder auf die Aufnahme konzentrieren, sorry. Posenik raus, Holzer rein, er wird jetzt sein Tor machen. Und Hüttenbrenner raus. Oh, dann geht's jetzt mal los hier. Konzentration. Erstes Spiel gegen Alter war auch schon unentschieden. 1-1. Glück gehabt. Egal. Alltag drückt. Herr Kobo, Top K geht's. Gibt's doch gar nicht. Schlechte Ecke. Super Zündel, hast du gut gemacht. Weltklasse. Gelb-Rot für uns, jetzt sind wir auch noch mal weniger. Und Pfosten. Czernek raus. Ja, bis dafür sind ZM. Gehabt. Ich glaube, von uns wird ja nichts mehr kommen. Stop, Nick. Oh.
Glück gehabt. Aber Alltag drückt jetzt ganz schön. Oh mein Gott, haben wir ein Glück. So, lass uns den Punkt irgendwie mitnehmen. Minute Nachspielzeit. Ich habe nochmal Alltag. Glück gehabt. Ja, unentschieden gegen Alltag. Mit einem Mann weniger am Ende dann doch. Okay, sagen wir mal. Andere Ergebnisse waren: Mattersburg verliert gegen Ried 0:1. Austria spielt nur, das wäre sogar wieder eine Chance für uns gewesen, auch um ranzukommen, ich weiß es nicht. Also, Wien-Duell unentschieden, Admira gewinnt gegen Grödig. Grödig bleibt damit Tabellenletzter. Wir spielen unentschieden gegen Alltag und Sturm Graz und Salzburg trennen sich 1:0. Sturm Graz fällt damit aus den Euroleague-Plätzen raus. Mittlerweile ist Top Karis auch nicht mehr Top Torschütze. Tja.